Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Kapion ist gut ausgekommen. Give it up. Pass it over hard. Let me see you jump. Get down in the get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute auf unserer geliebten Nordschleife. Ringmeister Challenge steht auf dem Programm. Mein lieber Teamkumpel Totti am Start heute im Skippy. Und da gucken wir mal, was der heute so gerissen hat. Wünsche ich euch mal ganz viel Spaß. Hallo Totti. Hi Patrick. Sind wir heute also auf der Nordi zu Gast mal wieder. Ja, hab mich letzte Zeit ein bisschen rar gemacht. Ne? Ja, ne. Ein Hochzeitstag und sowas und dann Weihnachten. Ich habe ja auch eine Menge mit den Lotus-Sachen zu tun gehabt. Viel, ne? Aber ich bin ganz froh, dass wir mal was angucken hier, was nicht mit Lotus zu tun hat. Obwohl ich die Lotus ja cool finde und die Rennen. Aber so ab und zu mal Abwechslung ist schon nicht schlecht. Ja, ich war schon immer mehr für Abwechslung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und als ich die Ringmeister-Serie gesehen habe, habe ich mir direkt gedacht, oder hättest du eigentlich mal Bock drauf? Die fahren ganz coole Karren. Das war ja schon. Als der Bernie gefahren ist unter Tom, wo die leider nicht im selben Sprint gelandet sind. Das ist natürlich schade. Ja. Wo ich das erste Mal angeschaltet habe, habe ich gedacht, oh, ich habe hier irgendwie einen Fehler in der Optik. Weil die so, siehst du das? Durch den schmalen Heckflügel, die sehen merkwürdig aus. Ja, das stimmt leider nicht. Aber das hatte der Spiel schon immer. Das hatte der Spiel leider schon immer. Aber du hast noch hier das geile, sag mal, sind wir ein Rennen in der Major-Serie mit Skippies gefahren? Nee, der Tom und ich sind auf irgendeinem britischen Kurs sind wir gefahren. Nicht Silverstone. Aber da bin ich nämlich dabei gewesen, oder? Nee, ist nicht mitgefahren. Das waren nur Tom und ich. So, und da haben wir heute also 28 Fahrer am Start stehen, die insgesamt 3 Runden absolvieren müssen. Es gibt keine Schnellreparatur. Alle, die hier am Start stehen, haben mindestens C-Lizenz. Und die Stärke des Feldes beträgt 2156. Das ist mal ganz schön ordentlich. Hier bei der Ringmeister-Challenge, wie immer, alle dasselbe Fahrzeug. Heute der Skip Barber Formula 2000. Ein Nachwuchsformel-Fahrzeug. Hier fliegen schon die ersten ab, Arenberg, beim Training. Ja, die Stelle ist auch echt tricky mit dem Skippy. Wenn du mit dem Skippy in der Kurve Gas wegnimmst, geht der Arsch locker. Aber das Schwedenkreuz, da kommst du sehr schnell an. Wenn du Angst kriegst und liftest, fliegst du raus. Aber das Ding hat... hier guck mal, wie du hier quer hier durch bist. Hast du gesehen? Mhm. Ja, da habe ich das erste Mal richtig gemerkt. Kalte Reifen, Gas wegnehmen, dann geht der sofort los hinten. Aber der hat einen größeren Grenzbereich. Du kannst ihn ein bisschen fliegen lassen, oder? Ja. Du siehst das oft, wie die Kisten quer kommen. Also, und du fängst sie noch ab. Das machst du mit dem Lotus zum Beispiel nicht. Nee, da überhitzt den rechten Reifen. Ja. Das Ding hat Rillenreifen, oder? Der hat Rillenreifen. Naja, der hat Spielreifen. Okay, ein bisschen wie in der Formel E. Aber dein Auto siehst du ja aus allen raus. Ja. Alter, das war schon cool. Ja. Da haben sich recht viele angemeldet, ne? Mhm. Du warst in dem ziemlich hohen Split, ne? Das müsste der erste oder zweite Split gewesen sein. Ja, wobei ich die Quali versaut hatte. Also war keine gute Zeit. Hast du eine Vorquali gefahren? Ich hab eine Vorquali gefahren, die Zeit war aber nicht gut oder sogar ungültig. Weiß nicht, ob es war ungültig. Okay. Das war ja so geil hier, weil der Bernie sich hier
reingestellt hat und dann ging es los und der Typ vor ihm, der hat gepennt und alle sind die Birne hinten drauf gefahren. Nein. Ja, hat der ich, hatte auch, ich hatte keinen Gang drin, hab schon die Kupplung kommen lassen, dann geht der Gang erstmal nicht wieder rein. Musste nochmal Kupplung kommen lassen, pipapo, da habe ich auch ein bisschen gerudert am Anfang. Fährst du mit Kupplung? Ja, klar. Okay. Ich meine, Kupplung brauchst du hier beim Skip hier echt nur beim Anfahren, danach nippst du einfach nur. Mhm. Oh, das sieht ein bisschen viel, sieht zwar jetzt hier viel aus, aber die Autos verteilen sich, ne? Ja. Und da setzt sich jetzt auch das Pace Car in Bewegung und das ganze Feld macht sich hier auf die Reise. Matthäus Gulik auf Pol vor Adrian Rodriguez und Pablo Ferretti. Auf P4 haben wir dann Bruno Abbates und auf P5 Eduardo Cavalcanti, den dritten. Unser Totti startet von P22, auch wenn hier was anderes oben angezeigt wird. Die letzten paar Meter Richtung Startlinie. Bin ich mal gespannt, was unser Thorsten heute hier reisen kann. Hoffen wir mal, dass er nicht unschuldig in irgendwelche dummen Aktionen oder Unfälle verwickelt wird. Da kommen sie um die Ecke und gleich geht's los hier. Adrian Rodriguez vorne weg. Und der die Pole eigentlich hatte, der steht in der Box. Adrian Rodriguez führt das Feld hier an. Aber Matthäus Kulig drängelt da. Grüne Flagge. Matthäus Kulig hat jetzt den überholt, aber hier, guck mal hier, wow. Und los geht mit die Wölfahrt. Und so wie es aussieht, sind alle sauber weggekommen. Voll quer geschossen. Und da nutzt Adrian Rodriguez den kleinen Wackler von Matthäus Kulig aus und geht sofort wieder an die Spitze. Dahinter auf P3 Pablo Ferretti, auf 4 dann Bruno Abrantes. Ja, jetzt geht hier. Auch Totti ist hier super ins Rennen gestartet. Vor ihm William Wiesel im sehr schönen designten Skip Barber. Und hier Adam Barney fährt hier dem Feld hinterher. Thorsten nutzt hier jeden Zentimeter der Strecke und räubert hier wild über die Curbs. Das funktioniert mit den Autos hier irgendwie. Hier am Anfang versucht jeder Plätze gut zu machen und da fliegt der Erste. Da haben wir den ersten Unfall des Tages, Luke Allison. Zum Glück ist er da nicht eingeschlagen. Das schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. So, wen haben wir da? Luke Allison verliert hier, hat fast sein Auto weggedreht. Zum Glück schlägt er nirgendwo ein, aber verliert massiv viele Plätze und fällt bis ganz nach hinten zurück. Jawohl. Muss man erstmal, erste Runde, ging gut ab. Ja. Da sind alle schön dicht beisammen. Jordi Roth sitzt hier auf E4 nach vorgefahren. Matthäus Kulig auf P2 und dahinter Bruno Abrantes geht jetzt an Pablo Ferretti vorbei. Ein toller Kampf hier. Ja, das ist hier sehr viel Drag. Also im Wind hat es kommt die Ohren an den Vordermann. Ist dann allerdings dann ungewohnt still in der nächsten Kurve. Ne? Ja, oh, hier zu dritt. Ja, zum Beispiel wenig Freude. Und wieder am Rudern. Ja, und Bruno muss sich jetzt nochmal hinter Pablo Ferretti anstellen. Trotzdem hier ein toller Kampf hier Seite an Seite. Dahinter geht es auch rund. Zu viert hämmern sie hier durch die Fuchsröhre. Einmalig. Aber das ist geil, wie die Kisten fliegen, ne? Das wird mich schon als Zuschauer mal interessieren. Boah, hat mal einen Schubser gegeben hier. Wahnsinn. Vorne. Aber das macht ja gerade Spaß bei so Rennen, glaube ich. Du musst ja aus den Kisten alles rausquetschen. Und wir hatten eben einen kleinen Zwischenfall, den schauen wir uns direkt mal an. Oh, nächster Incident. Oh Gott. Brian Moniz verliert ja Ausgang Fuchsröhre sein Auto und schlägt ein. Ach du Scheiße. Alter, es gab einen Schlag. Eine Doppelpirouette und Auto ist krumm. Zumindest der Heckflügel. Mein lieber Schnolli. Hier geht der nächste fliegen, Peter Klein. Ja, ja. Geil. Ich bin noch im Fall, komm ein bisschen vom Rasen, war alles gut. Schönen Helm hat er. Ja, ja. Take positive. Ja. Schöne alte Renault Williams-Markierung. Okay, was ist denn da passiert? Peter Klein verliert hier Ende Metzgesfeld sein Fahrzeug und segelt ab. Dann einfach mal ein bisschen zu viel Gas gegeben und rups, geht das Auto rum. Aber einen coolen Helm hat er. Ja. Der vorne, der siehst schon, der fährt ein bisschen ruhiger. Der hat einen ruhigeren Fahrstil. Ja, ja. Der hinten, der versucht auch, alles zu raus, der schafft es aber nicht dran zu bleiben. Wie ist denn das hier? Setup fest oder Auto freigestellt? Weiß ich jetzt. Da ist hier. Ich glaub, Adrian und Matthäus konnten sich jetzt schon ein bisschen absetzen. Pablo Ferretti ein Stück zurückgefallen. Auf P4 inzwischen Eduardo Cavalcanti und auf Jordi Roth. Auf 6 sehen wir hier Pablo Ferretti, dahinter Pedro Magalhães und Frederic Condoré.
Der Jordi Rot ist hier gerade fast in die Wand unten reingeflogen. Mhm. Nächster Zwischenfall, wir schauen uns das direkt mal an. Da ist der Nächste. Der sein Auto geschrottet hat. Der Stier hier, direkt hinterm Totti, Kalnhorstbrunner Richtung Wehrsheim. Ja. Fiese Stelle da. Und das ganze Feld geht vorbei. Da wird Rennen auch vorbei sein. Eieiei. Und direkt im Anschluss hat es an derselben Stelle nochmal gekracht. Luke Allison eiert hier ein bisschen rum und das erschreckt wahrscheinlich den Damian viel zu schnell hier unten in die Kurve. Da liegt ja noch der andere Unfallgegner. Und sie haben sich beide rausgekegelt. Eieiei. Ein ganz schöner Ablauf da unten. I was alive. Mit Lotus wärst du weg gewesen. Ja. Kampf um die Spitze hier auch. Herrlich, oder? Ja, ist aber auch gut. Totenbraun, Junge. Erschreckt dich schon, wenn du auf einmal so rot. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ein super Duell hier von Adrian und Matthäus um die Spitze. Die beiden Jungs lassen die Kiste hier richtig fliegen. Dahinter Eduardo Cavalcanti. Jetzt auf die dritte Position an Bruno Abrantes vorbeigegangen. Ist ein bisschen viel, ja. Ah, guck mal hier, wie herrlich die hier angebrettert kommen hier. Why would you do that? Ah, schade. Verklagt. Ah. Nein. Ah, ja. Du bist höher reingefahren wie der vor dir. Dadurch kannst du eigentlich schneller durchfahren, aber der Treiber war halt zu langsam. Aber you don't break there, man. You don't tell me where to break from behind me. Ich habe auch ein paar Nuller Kontakte das Rennen überlebt. Aber der Fahrspaß war mit Sicherheit hoch. Pablo Ferretti. Adrian, don't break you. What the fuck? It is the responsibility that every team car to pass by me. Und während es hier mal wieder wilde Diskussionen gibt, hatten wir noch einen Zwischenfall, den schauen wir uns direkt mal an. Grant Carey kommt hier ins Schleudern und schießt hier Russ McGregor ab. Oh, Alter, das ist auch übel. Okay, da hat's gescheppert. Ach, unglücklich gelaufen. Der Grant dreht sich und Russ McGregor schlägt ein. Wildes Gewusel hier vorne und Matthäus diskutiert da die ganze Zeit mit irgendjemandem. Die Gruppe hier um Platz 3 hat jetzt schon über 2,5 Sekunden Rückstand. Die Jungs lassen es hier ganz schön fliegen. Die Plätze 3 bis 7 noch ganz eng beisammen. Dann wieder eine Lücke von ungefähr 3,5 Sekunden zu der Gruppe hier hin. Frederic Condoré, Raymond Thieu und Benjamin Curly. Herrlich, wie die kleinen Fahrzeuge hier über die Nordschleife brettern. Hier gibt es jetzt einen Angriff. Pablo Ferretti versucht jetzt an Bruno Abrantes vorbeizugehen, um wieder auf Platz 4 nach vorne zu kommen. Hier wird auch hier hart gekämpft. Und jetzt kracht's. Guck mal. Danke, Alan. Do we have a couple of persons here? Oh, mit den Rädern verhakt. Bruno Abrantes hat hier den Peter Jordi Rot. Alter, aber noch Schwein gehabt. Ja, aber die, guck mal, die Kiste fährt noch. Mhm. Warum schreibe ich? Ja. Und jetzt? Ja. Jetzt kommen wir da an. Schön biegen. Uiuiuiui. Bom. Eieiei. Bruno Abrantes und Pablo Ferretti. Haut sind einfach weg. Was soll das denn? Warum machen die das? Versteht kein Mensch, oder? Da geht er dahin. Sorry, kleiner Fehler. Das war Jordi Rhodes, der da abgeflogen ist. Ja, jetzt wieder hier oben auf dem Galgenkopf. Auf einmal wird er total langsam, der Typ. Guck mal an, was hier los ist. Ein Gewusel, ne? Da hinten Kampf um Platz 4. Pedro Magalhães, Bruno Abrantes und Pablo Ferretti hier. Pedro Magalhães jetzt vorgegangen. Und da macht Pablo Ferretti den Platz wieder gut. Und auch Bruno Abrantes versucht da im Windschatten noch mit vorbeizugehen. Tolle Windschattenschlachten hier auf der Döttinger Höhe. Vorne Eduardo Cavalcanti kann sich auch immer mehr absetzen. Hat jetzt schon 2,5 Sekunden Abstand. Ja, du siehst, wie du immer vom Gas gehst. Ja. Jetzt volle Kanne, jetzt durchgedreht. Ja. Und wir hatten vorhin noch einen kleinen Zwischenfall im hinteren Feld, den schauen wir uns jetzt rückblickend nochmal an. Fabian Delgado hier, Brünnchen runter. Bisschen zu schnell. Versucht die Kiste hier abzufangen und der Peter Klein kracht da rein. Ach, scheiße. Boah. Alter, es gab einen Schlag, aber Auto scheint noch gerade zu sein. Holy Mother of God! Hey, it's been fine. I'm just letting you know I am damaged. You could probably get back around me. So just, yeah. Hammer has you here, though.
Hi, guten Abend. Der Hallo Thorsten. Tommy, wir singen, wir gucken gerade hier. Schalt dir mal die Dings mit an. Ich schalte und walte. Ja, wow, gerade schön hier um die Kurve gezwirbelt die Kiste. Aber der Look ist doch geil, ne? Von der Hornisse da. Sieht cool aus. Ist das deiner oder was? Nein, nee. Schon mal die alten Mädchen. Das ist hier Adrian Rodriguez, der Vierte. Dann hier Matthäus Kulig, Eduardo Cavalcanti, der Dritte. Bruno Abrantes. Und Pablo Ferretti direkt dahinter. Und dahinter dann Pedro Magalhães. Aber jetzt gibt es hier Angriff. Hochrisch zum Flugplatz ist das, ne? Flugplatz sind wir da, ja. Pablo Ferretti und Bruno Abrantes kämpfen hier um die vierte Position. Pablo konnte sich hier nochmal durchsetzen. Direkt hinten dran Pedro Magalhães und hier Evan Crowdwald führt hier die nächste Gruppe an. Dahinter dann Raymond Tai und Benjamin Kohli. Raymond Tai geht jetzt auch in Angriffsmodus, Seite an Seite. Frederic Condoré guckt sich das Ganze von hinten an. Tolle Duelle hier, Schweden-Kreuz. Haben die eigentlich gut Windschatten, die Autos? Oder? Ja, ordentlich. Das Problem ist, wenn ich aus dem Windschatten rausfährt, ist mein Powerfortschritt weg, weil die haben quasi 3 PS oder so. Ja. Haut eng alles hier, ein Kampf, nur nebeneinander, die Kisten fliegen. Aber das sieht halt spektakulär aus, wenn die Kisten um die Kurven schmeißen. Das ist halt, Nürburgring hat so viele Geraden noch, dass das Ding durch den starken Drag von dem Spiel ist das Wegfahren schwierig, wenn du nicht deutlich überlegen bist. Du siehst, dass die fahren überall in Grüppchen. Ist das dann Fixplatzab gewesen oder Open? Ja. Unser Thorsten inzwischen auf P14 angekommen. Nach Startplatz 22 ist das doch schon mal der Hammer. Hier vorne tobt einer bitterer Kampf um Platz 4. Pablo Ferretti, Pedro Magalhães und Bruno Abrantes kämpfen hier. Und der Pedro Magalhães hat jetzt die Boot. Oh, das gibt's ja gar nicht. Na, jetzt langsam haben die Leute sich einsortiert nach anderthalb Runden. Ja. Jetzt kommt es langsam auf die Details an, ne? Noch auch gut klar auf den Vordermann. Aber ich glaube hier, Döttinger ohne Windschatten bist du verloren, da verlierst du Haufen, oder? Und hier mal ein Blick ins Mittelfeld, Shane Garvey auf P11. Nach vorne und hinten Luft, vor allen Dingen nach hinten. Über 6 Sekunden Abstand zu Jordi Rhodes, den wir hier im Bild haben, der vorhin zu böse abgeschossen wurde. Dann haben wir hier Clifton Crockwell auf 13. Und auf 14 kommt hier schon unser Totti, ein tolles Rennen. Muss am Galgenkopf gut anderthalb vorhaben, ansonsten kommt dein Hintermann ran. Kannst du aus Versehen, dass... Schwalbenschwanz verpasst, dann kannst du den Kollegen da vorbeilassen und dich dann Döttinger Höhe dann mit Überschuss hinten. Aber das macht ja keiner, oder? Ja, ich sag mal so, selbst wenn du es machst, ist zwar nicht unbedingt nett, aber rein theoretisch das Regelwerk. Trotzdem musst du ja dabei aufpassen, dass der Vorsprung von dem nicht zu groß wird. Mhm. Der anderthalb Sekunden wegkommt, die ganze Döttinger Höhe nicht ran. Boah, jetzt bist du aber da eben fast in den Arsch gefahren. Boah, jetzt hier gibt es einen Überholmanöver. Was ist mal der Breitscheider Brücke oder was ist das hier? Ja, Brücke, ja, ja. Dran vorbeigerutscht. Ein super Überholmanöver hier vorbei an Clifton Cockrell. Damit hat unser Dotti jetzt schon einiges an Boden gut gemacht. Und so wie es aussieht, reißen sich jetzt hier in der zweiten Runde alle zusammen. Wenig Un- und Ausfalle. Hier haben wir Guillermo Siguenza im Bild. Inzwischen fehlen ihm fast 7 Sekunden nach vorn. Und von hinten kommt Peter Klein, den wir hier im Bild haben, hat er heute auch schon diverse Zwischenfälle. Dann haben wir hier Chris Walmsley, Turner Smith und dahinter Ryan Monitz. Aber auf jeden Fall volles Starterfeld. In der Ryan Monitz haben wir wieder eine kleine Lücke von 2,5 Sekunden ungefähr zu Fabian Delgado, den wir hier im Bild haben. Und dann nochmal 1,5 Sekunden hinter ihm Adam Barney, der Vitor Sousa den dritten noch mit dem Schlepptau hat. Und dann haben wir hier auf P24 Grant Carey, auch recht einsam unterwegs und hinter ihm dann eine Riesenlücke hier zu Damian Stevens, über 15 Sekunden als letzter hier noch unterwegs, dann Luke Allison. Und auf jeden Fall der Erstplatzierte hier, der Adrian Rodriguez hier mit 2,2 Vorsprung, ne? Hochschneller, das ist der Wahnsinn. Ja, und der fährt so ruhig im Gegensatz zu den anderen. Der Matthäus Kulig dahinter, der hat ja die Kiste fliegen lassen. Oh, hier die zwei, da sind schön nah zusammen. Ja. Mir kann es richtig sehen, ich hack ordentlich rum am Lenkrad, ne? Pedro Magalhães und Pablo Ferretti kämpfen hier um P4. Herrlich, hier hohe 8. Die fahren schon richtig geil, die Leute, muss man mal sagen, ne? Ja, boah, ey.
Ah, der klebt ihm da gut am Hintern. Die sind ja irgendwie so hübsch hässlich, diese Autos, ne? Ja, der Heckflügel ist zu schmal. Und dadurch wirken die wie Zigarren. Also wenn man sich das Rennen hier so anguckt, dann sieht man, dass die Jungs hier auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß haben. Das muss man ja mal sagen. I like. So wie die Karten geflogen sind, immer in jeder zweiten Kurve quer. Das war ja, wir halt gespannt hier, ne? Die Zweiter, die geben sich so. Ja. Der enge Kampf hier zwischen Pablo und Pedro ist wohl das spannendste Battle, was wir zurzeit im Feld haben. Ganz vorne alles wie gehabt. Adrian vor Mateusz und Eduardo. Boah, jetzt haben wir mal den Thorsten mal hier. Oh ja, ich kann mich an ein legendäres Rennen erinnern hier mit dem Skippy Brands Hatch. Brands Hatch, genau. Ich habe vorhin schon gefragt. Ja. Ich habe vorhin schon gefragt. Ich habe ein Video von auf YouTube oder so. Ja. Ja, Brands Hatch bin ich ja gerade gefahren mit dem Lotus 79. Das war meine andere Hausnummer wie mit dem Skippy. Aber eine mehr als erfolgreiche. Herrlich anzusehen, wie der Adrian hier die Kiste um den Kurs feuert und Matthäus ihm hier auf Schritt und Tritt folgt. Die beiden haben sich jetzt schon fast 6 Sekunden vom Rest des Feldes abgesetzt und fahren heute ihr eigenes Rennen. Benjamin Kohli auf 9, dann auf 10 hier Frederik Condoré, der hier Benjamin Kohli und Ivan Krautwald verfolgt. Das ist jetzt ganz herausgehalten. Oh ja, jetzt gucken wir mal hier. Göttinger Höhe, mal schauen, wie die drei sich da zusammenziehen oder auch nicht. Ja. Aber hier vorne jetzt, Pablo Ferretti auf 4 geht an Eduardo Cavalcanti vorbei oder umgedreht. Nee, umgedreht, ja. Interessanter Grafik-Glitsch da auf dem Asphalt. Das sieht komisch aus. Und da geht's zur dritten Richtung Hohenrhein-Schikane. Benjamin Kohli, Raimond Thö und Frederik Condoré kämpfen hier um Position 7. Wahnsinn. Nebeneinander geht's zur Brücke. Ivan Krautwald in der Mitte kann sich hier wahrscheinlich durchsetzen. Aber Benjamin Kohli hat er noch nicht aufgegeben. Eieieiei. Haben die auch schon ordentlich Schadensmodelle? Hat es hier ordentlich gescheppert? Oder? Ach, es ging. Hier hat es nicht viel. Die Karren sind recht gut. Also die Kisten haben einen großen Dings, also eine hohe Toleranz für Beschädigung. Ja, in weiten Bereich zum Abfangen. Naja, ich meine, mit den schmalen Reifen halt, ne, da kommst du recht schnell ins Rutschen halt. Aber weil der Wagen halt recht leicht ist, relativ gut kontrollieren. Ja. Oh, da sieht man schon. Hier wieder, wie ich da durch die Kurve schneide, auf der Bremse. Aber das leicht. Ich bin die ja mal Runde ist ein bisschen erschreckend, danach geht. Ja. Totti hat hier ein herrliches Duell mit Clifton Cockrell. Die beiden gehen jetzt auch in ihre finale Runde. Wobei ihr wisst ja, die Nordschleife, die ist über 20 Kilometer lang. Bedeutet, die letzte Runde, das ist ungefähr ein Drittel des Rennens. Und wir hatten die ganze letzte zweite Runde keinerlei Un- oder Zwischenfälle. Sehr, sehr gut. Aber wir sind ja hier auch im ersten Split. Das sollte man von den Jungs auch erwarten können. Ja, ich denke auch. Und jetzt hier Flugplatz raus Richtung Schwedenkreuz. Benjamin Kohli nimmt hier Anlauf und geht an Ivan Krautwald vorbei. Ach, da verliert der Platz. Tolles Überholmanöver. Da hat Ivan aber auch fair mitgemacht. Oh, die schmeißen hier ihre Kisten rum. Das sieht richtig, richtig geil aus. Ivan und Benjamin kämpfen hier um Platz 8. Frederik Condoré, der letzte in den Top 10, muss jetzt langsam ein bisschen abreißen lassen. Es sind schon 1,1 Sekunden Abstand. Und auch Shane Garvey hinten auf P11, 4,2 Sekunden. Jetzt folgt der Angriff, zieht innen rein und. Mit viel Schwung durch die Fuchsröhre, da hat es geschafft. Schikane Adenauer Forst, die kommen hier angeschossen, geil. Boah, nicht schlecht, ey. Super Duelle und die Jungs zeigen hier, dass man auch auf der Nordschleife überholen kann, ohne sich zu behindern. Richtig geiles Racing hier heute. Hier vorne, Adrian Rodriguez hat inzwischen die Segel gesetzt und hat 3 Sekunden Vorsprung auf Mateusz Kulik, der wiederum ganze 7 Sekunden auf Eduardo Cavalcanti auf dem 3. Platz. Boah, ich würde so gerne mal ein Bier trinken. Ekelhaft, der Typ, du. Ja. Wenn, dann gibt's hier offenbarer sonst gar nichts. Jawohl. Hier hinterm Eduardo haben wir Pablo Ferretti auf P4, der sich immer noch mit Pedro
Bagalage rumschlagen muss. Bruno Abrantes 2,3 Sekunden dahinter. Und dann nochmal 1,9 Sekunden Raymond Tai. Und dann kommt schon Evan Crowdbald und Benjamin Coley. Frederic Condoré, der letzte in den Top 10, 1,7 Sekunden dahinter. Und wie schon erwähnt, befinden wir uns hier im letzten Drittel des Rennens, in der finalen Runde hier auf unserer geliebten Nordschleife. Hier haben wir mal Jane Garvey im Bild, auf E11, heute ein sehr einsames Rennen. Jordi Rhodes, nachdem er am Anfang abgeschossen wurde, auch ziemlich einsam. Und Clifton Cockrell ist hier am Totti wieder vorbeigegangen. Und nein, was hast du gemacht, Totti, wieso? Das ist strategisch. Fahrfehler. Das strategischer Fahrfehler war das, damit er dann auf der Döttinger Nähe ist. Du steckst aber deine Nase sogar zweites Getriebe da rein. Aber der macht an vielen Stellen Fehler. Ich könnte an vielen Stellen schneller fahren, aber schaffe es nicht mehr. Oh, jetzt hier Anfahrt wieder, Breitscheiderbrücke, Ne, hab ich den Rücken gesteckt. Ah, besser ist das. Wow. Oh, du gehst mal weiter gegen meinen. Oh. Das ist deine Lieblingsstelle. Da hat er schon zweimal überholt an der Stelle. Bergwerk. Oh, ab jetzt geht es bergauf und er hat so viel Schwung verloren. Ja. Jetzt guck mal gleich. Ja, gleich kommt das Kesselchen. Wenn du Pech hast, dann fährt er gleich wieder hier vorbei, wa? Evan Crowdbald und Benjamin Colli kämpfen hier. Die Plätze 7, 8 und 9. Frederik dahinter muss immer mehr abreißen lassen. Vielleicht gibt es jetzt hier im Klostertal einen Angriff. Benjamin lauert da, aber Evan macht da schön innen dicht. Totti ist eigentlich jetzt, der Clifton ist 07 hinter ihm. Er kommt nur nicht ran. Der hat irgendwie keinen richtigen Windschatten. Ist das denn, macht sich denn bemerkbar, wenn du da so slidest, so dass die Reifen zu heiß werden und dann anschließend? Nee, nicht wirklich. Okay. Nicht wirklich. Kein Problem. Ja, das ist beim Lotus 79, wenn du da irgendwie so einen Slide hinlegst, so dann musst du direkt, weil der ist direkt. Ich hatte aber auch so viel Power, dass wenn der Slide mit dem Blasen gibt, die Räder durchdrehen und die richtig draufkommst. Dafür hat der Stück gar nicht drum. Guck dir die Reifen mal an, das sind doch hier ganz normale Straßenreifen vom Trabi. Als hier von ATU. Ja, Neumann aus der DDR. Und nachdem es sehr, sehr lange Zeit ruhig war, gab es im hinteren Feld mal wieder einen kleinen Zwischenfall, den schauen wir uns direkt mal an. Guillermo Siguenza räumt hier Peter Klein ab. Also das ist ein ziemlich heftiger Unfall. Oh. Ja, boah, ey. Und für den Peter ist, glaube ich, hier endgültig Feierabend. Hi, mein lieber Scholli. So, wo ist der Thorsten? Da unten sieht man's. Er wird, glaube ich, gleich in die... Totti brettert hier gerade schön durchs Karussell. Wir haben ihn jetzt hier mal im Bild. Clifton Cockrell ist ihm immer noch ganz dicht auf den Fersen. Für mal eben so schnell ins Auto gesprungen ist der Gastschott hier vom Totti ein absolut sehenswertes Rennen. Und absolut fehlerfrei hier auf der Nordschleife. Das musst du auch erstmal hinbringen. Genauso wie Adrian Rodriguez hier, unser Leader, über 3 Sekunden Abstand zum Zweitplatzierten, fährt hier seinem wohlverdienten Sieg entgegen. Hat nur ganz kurz nach dem Start mal für ein paar Sekunden seine Führung abgeben müssen, hat danach aber keinen Zweifel dran gelassen, wer hier gewinnen will. Auch Eduardo Cavalcanti, der Dritte, hier ein tolles Rennen. Genauso wie Pablo Ferretti hat sich hier den 4. Platz hart erkämpft, hat sich jetzt auch von Pedro Magalhães ein ganzes Stück freifahren können. Mit 1,7 Vorsprung auf seinen Hintermann. Pablo Ferretti. Wo sind wir denn hier? Das muss Pflanzgarten sein. Na, ist ja auch schön gesprungen im Pflanzgarten, ja, ne? Nee. Ja, ist nur vorragend. Pablo Ferretti, das klingt irgendwie nach Tafel Schokolade. Hier, guck mal hier. Hier fahren die so schön quer oben. Ja. Die kommen da so schön über die Kuppe geschwebt. Alles in allem muss man resümieren, dass es heute hier für ein Nordschleifenrennen relativ wenig Kleinholz gab, was sehr, sehr schön ist. Ein tolles Rennen. Jetzt hat der Totti den endgültig hier, glaube ich, über eine Sekunde worden ist. Aber muss man auch haben. Geht jetzt hier die Spello fest, raus am Galgenkopf, 1,5 Sekunden Vorsprung, sonst kommt dein Hintermann ran. Und wir hatten jetzt hier kurz vor Schluss noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Okay, was haben wir hier? Shane McGarvey auf dem Randstein ausgehebelt. Scheiße. Mit Einschlag und Rad abgeknickt. Ja, das Auto ist hin, oder? Versucht hier sogar noch ein Stück weiter zu fahren, aber hier ist finito. Oh, das war's tatsächlich. Das macht bestimmt Spaß, ein Auto da live zu fahren. Ich glaube, die sind doch einigermaßen erträglich, ne? Auch mit Unracing Mode hat auch Spaß gemacht. Einen kurzen Ausritt über die Wiese, wo die Reifen ein bisschen abkühlen immer. Adam Barney und Grant Carey. Carey Grant. Ist das ein Schauspieler gewesen? Oh, Hugh Grant. So. Das ist die Führungsriege hier mit Adrian Rodriguez.
Ja, die letzten Meter hier hohen rein. Wahnsinn, die Pace, Wahnsinn, Rundenzeit. Ja. 8.07. Da ist keiner, aber der drittplatzierte 8.11, das sind 4 Sekunden langsamer. Ja. Die letzte Kurve für unseren Leader, dann ist es geschafft. Ja, ICIC. Da ist er. Da ist vorbei. Herzlichen Glückwunsch. Da kommt der Patrick. Daumen hoch, genau. Da habe ich mir extra ein Testleitung geworfen. Da kommt Pedro Magalhães, Bruno Abrantes, Raymond Tai, Krautwald kommt da an. Das war auf jeden Fall cool. Guck mal an hier. Ja. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich die ganze Zeit mit dem Kliften gehabt. Ja. Race 11, that was a ton of fun. Und jetzt letztes Mal Tiergarten-Schikane, verbremst er sich und fährt in der Wand, leider. Oh nein. Ja, Tottis letzten Mal. Oh, da hört man es von Shepard oder? Ja, das war mein Hintermann. Er hat letztes Tiergarten-Schikane nicht gekriegt. Sehr, sehr schade für Clifton Cockrell, das schauen wir uns gleich nochmal an. Ja, sehr gut. Auf welchem Platz bist du reinkommen? 12. 12. Und hat er gestartet. Das war okay. Nee, Quatsch. Genau, ja. Oh, hier haben wir noch die letzten Duelle da. Uiuiuiui. Hat schön um die Kurve gespielt. Clifton Cockrell schlägt hier hohen Rhein-Schikane letzten paar Meter nochmal ein. Bisschen zu schnell. Eieiei. Vorsichtig rückwärts, dass er dann noch einen abräumt. Da kommt sicher noch einer. Oh, da verliert der Platz. Ja, ich dachte, du magst eigentlich keine Open-Wheeler, ne? Aber beim Skip-Wheeler wirst du schwach, ne? Skip-Wheeler hab ich ein weiches Herz für, ja. Ah, das war ein cooles Rennen, also muss man sagen. Das der fährt sich halt sehr, sehr anders, weil der hat zwar Aero-Bauteile dran, aber der hat nicht wirklich viel Aero. Und dann hatten sich hier mittlerweile alle ausgeklinkt, ne? Und ich hab gedacht, der Totti hält irgendwann mal an. Der fährt. Weiter, immer weiter. Wie Runden bist du? Also ich hab dann irgendwann ausgemacht, wie viel Runden bist du gefahren? Nö, ich bin nur noch die Runde gefahren, hab den Box gefahren und abgestellt. Ich hab fertig, komplette Auslaufrunde, ne? Hab ich mir gegönnt, eine ganze Auslaufrunde. Musste mich ja ein bisschen feiern, ne? Ich finde ja. Das sowieso, also... Ich finde, das wäre mal richtig toll, wenn zum Beispiel das so ein Park Fermé gibt, wo man noch 0,1 Safety Rating draufkriegt, wenn man am Ende des Rennens ins Parc Fermé fährt und dann schön das Auto. Hier, Aber ich werde hier. Ja, Stein auf Gas bleiben, dann geht das. Totti, du bist jetzt so Fanliebling, weil du als Eins schon eine Runde gedreht hast. Noch. Ja. Die haben jetzt das lila Outfit, haben die jetzt geschafft hier. Alle. Ja. Ja, das war auf jeden Fall mal was anderes. Wir werden jetzt hier ein Spezialist für Open Wheeler. Ich werde weiter kurz und quer fahren, wie du willst. Ja, naja, dann würde ich mal sagen, Totti, das hast du mega klasse gemacht. Vielen lieben Dank. Hat viel Spaß gemacht. Auf ja, jeden Fall. Auch, ja, auch. Tommy, danke, dass du dabei warst. Dann verabschieden wir uns mal von unseren Zuschauern. Und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal alle wieder. Bleibt alle gesund und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Das war doch mal ein wildes Gewusel mit den kleinen Nachwuchsfahrzeugen. Und ich denke mal, dem Totti hat das ganz viel Spaß gemacht heute. Hat es mächtig fliegen lassen. Sah auch richtig cool aus. Hat auch mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich denke mal, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's alle gut, bleibt gesund. Und vor allen Dingen uns treu. Macht's gut! Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.